So, wir sind jetzt hier im Szenario Äonenschmiede. Es geht nur vorwärts. Ihr solltet etwas wissen, lieber Champion. Tepartos hat euch nicht wegen der Mickrigkeit ausgewählt. Ja. Tepartos sah euer Herz auf dem Schlachtfeld. Ihr seid mutiger als alle, die Tepartos je gesehen hat. Schmerz ist der Architekt der Erinnerungen. Aha. Tepartos erinnert sich an solch einen Ort. Das ist es nicht das Stadtgebiet von den Trinai? Der ist doch Hier gar nicht gibt es fett. keine Güte. Andere Kinder waren nicht immer gut zu Tepartos. Kommt, Tepartos denkt, er weiß, was der kleine Tepartos tun wird. Ja, du hast es ja schon erlebt, oder nicht? So, Kind gefunden. Qual und Kummer, die Suche nach Trost. So, ei, nee, das sieht nicht aus wie Trinai-Stadtgebiet. Ich brauche ein Ziel. Ist wahrscheinlich eher Trenor von früher. Upp. Uralte Führerin. Da ist der Kleine. Tepartos freundete sich mit Tierchen an. Frösche, Elex, Käfer, aber nicht mit Schlangen. Niemals Schlangen. Sumpfschlange bezwungen. Gibt es keinen Trost, keine Linderung? Tepartos muss das bewältigen. Ja, hast ja genug Hilfe von mir. Tiefer. Sicherheit finden. Geborgenheit finden. Aha. Zuflucht gefunden. Wenn Tepartos Angst bekam, hat er ein Versteck gesucht. Kristall gesammelt. Ablenkung ermöglicht Flucht. Tepartos erinnert sich an solch einen Ort, als er einmal zu tief gegraben hat. So. Ui. Unfair. Wir müssen kämpfen. Nichts ist je, wie es scheint. Ey. Ich glaube, es hackt hier. Bam. Gegner lauern in jedem Schatten. Und wieder Kann raus. diese Finsternis Zweifel gestoppt und frisch werden? besiegt. 7 Stück. Okay. War Tepartos für diesen Pfad bestimmt? Ist Tepartos würdig, ein Lichtgeschmiedeter zu werden? Okay. Zweifel und das ist Furcht jetzt, okay. Also die lilanen sind Furcht und die anderen sind Zweifel. War ja klar. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, habe ich gesagt. So, hier drüben sind noch zwei. Aber der Zweifel kann gar nichts. Der kann einfach nur zuhauen. Oh, Zweifel gefällt mir besser.
Was? Ich brauche ein Ziel. Wird regelmäßig von Zweifeln geplagt. Aha. Ich würde sagen, da wir wahrscheinlich eh in diese Richtung müssen, können wir auch hier drüben die dann platt machen. Das ist zu weit entfernt. Den einen hier und dann da hinten den Zweifel noch. Wach dich. Genau, und direkt in die Schlange rein. So. Okay, scheint aber gleich fertig zu sein hier. Zeit zu kämpfen. Ja, wenn du mal richtig zuschlagen würdest, wären die Dinger schneller unten. So. Oh, wir müssen hier rüber. Bin ich ja gut gelaufen. Dort ist Einsamkeit die Antwort. Niemand kann euch verletzen, wenn ihr allein seid. Ich muss mal auf den Buff achten. Oder die Buff, der dann kommt. Aha, es besteht eine Chance, dass eure Angriffe verfehlen. Sicher. Geborgen. Weit weg von jedem. Von allen. Für das Licht! Schrecken bezwungen. Okay. Also das ist jetzt der letzte. Wahrscheinlich. Hand der Nichtigkeit. Sollte das jetzt Schaden machen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Szenario von den Nachgeborenen fand ich besser. Nein, es wird nicht aufhören. Weiter zu kämpfen ist der einzige Ausweg, um die Furcht und die Frustration zu bezwingen. Folgt Tepatos. Selbst in der dunkelsten Stunde ist noch Hoffnung. Darüber müssen wir. Hä? Heißt den komplett. Nee, nicht durch den Sumpf. Komm. Tepatos muss das bewältigen. Verwirrung. Alter Schwede. Ey. War nicht nett. Warum musst du hier... Tepatos muss das bewältigen. Warum musst du hier eigentlich durchlaufen? Genau, schön noch da drüben an dem vorbei. Alter Schwede. Hallo? Bleibst du mal hier? Ja. Nein. Kann man nicht wegrennen vor. Zuerst so. Etwas anvisieren. Das Stück hätten wir auch über den Weg laufen können. Versuchung ist auch noch da. Uralter Führer. Ich habe kein Ziel. So. Und nun haben wir zwei Gegner. Auch geil. Oh, und dann kommt da die Schlange von der Seite. Das ist doch nicht mehr normal. Hallo? Hallo? Hallo?
Hallo? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Alter, was ist denn das? Also ganz ehrlich, das Szenario gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht muss man die Furcht vor der Dunkelheit akzeptieren, um sie zu überwinden. Aha. Gibt es einen einfachen Weg? Vielleicht braucht es nur ein wenig Machtstärke, um zu dieser Furcht zu werden. Fäuste von Tepartos! So. Dieser Nein! Nein! Dunkelheit wird Tepartos nicht verschlingen! Wo will er denn jetzt hin? Ein Angebot war zurückgewiesen. Und doch bleibt die Furcht. Spür die Fäuste von Tepartos! Also ich möchte mich entschuldigen, dass diese Folge so... Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Langweilig... ist. Ja, langweilig kann man es nennen. Weil das Szenario... ich habe jetzt irgendwas Besseres erwartet. Hallo, bleibst du da? Birgt viele Wahrheiten. Ich brauche ein Ziel. Einige edel, andere. Aha. Heißt, wir müssen jetzt Schattenklaue. Wir müssen jetzt hier jeden Tepartos finden, der auf der Liste steht. Ika. Tepartos zog diesen Elek auf, als seine Mutter getötet wurde. Spür die Fäuste von Tepartos! Okay. Hallo. Also der, so gesehen, hier in dem Szenario, wir bekämpfen die bösen Sachen, die einen befallen können und suchen die guten Sachen in jemandem. Mutig haben wir hier. In der Armee des Lichts hat sich Tepartos vielen solcher Feinde gestellt. Da drüben ist dann stark. Ich habe kein Ziel. So, du greifst zuerst an. Tepartos! Sehr schön. So, da haben wir stark. Tepartos kann Berge versetzen. Mhm. Oh, wie weit denn noch? 3 Stück müssen wir noch finden. Ich brauche ein Ziel.
So, da vorne ist prahlerisch. Angeber. Ich bin der Beste. Ich habe so und so viel geschafft. Das ist doch meine Aufgabe. Das ist etwas peinlich für Tepartus. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das Blöde ist, dass wir hier nichts plündern können und das eigentlich nur Zeitverschwendung ist. Ja. Ist halt etwas blöd, weil so viel kriegen wir ja gar nicht für die Quest zum Abschließen. So, erschrocken. Könnt ihr die Schlangen fortjagen? So groß und immer noch Angst vor Schlangen. Ach, da ist noch einer. So. Da ist noch eine Spinne. Spürt die Fäuste von Tepartus! Unzulänglich. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht real. Das kann nicht der wahre Tepartus sein. Helft Tepartus. Was führt ist das alles, wo all... wahrer Größe? Ruhm. Zeit zu kämpfen. Richtung. Heißt jetzt, muss er sich selbst besiegen. Oder wir müssen ihn besiegen. Solche Macht erwartet uns, Tepartus. Ja, ja. So, komm. Das Licht ist nicht der Pfad zu wahrer Stärke. Sondern, ach so, ja, jetzt sieht man es ja, er ist jetzt ein... Entledigt euch der Ketten, die das Licht euch aufgebürdet hat. Ein Dämon. Er hat sich Sageras Truppen angeschlossen. Dadurch ist auch rot geworden. Ja. Ja. Fügt euch, Tepartus. Empfangt wahre etwas von Tepartus, mickriges Wesen? Das Licht war immer an Tepartus Seite. Er wird sich niemals vom Licht abwenden. Und das war's jetzt. Sehr schön. Gott sei Dank. Also das Szenario hat mir jetzt gar nicht gefallen. Habt ihr etwas zu berichten? So, Tepartus ist voller Eifer. Er hat ein gutes Herz und in ihm brennt ein Feuer, das selbst unter den Lichtgeschmieden nur wenige besitzen. Vielen Dank, dass ihr für seine Sicherheit gesorgt habt, Mensch. Die Armee des Lichts ist bereit. Ja, genau. Kehrt nach Sturmwind zurück und sprecht mit König Anduin Vryn. Lebt in uns allen. Es ist nicht leicht, sich ihr zu stellen. Tepartus erkennt das jetzt. Tepartus bittet um Verzeihung. Von diesem Tag an seid ihr Licht geschmiedet. Warum wird nur die Hälfte hier gesprochen? Tepartus ist etwas unkonventionell. Doch er wird unserer Sache redlich dienen. Champion, es ist Zeit für uns nach Sturmwind zurückzukehren. Faria, lasst alle wissen, die Lichtgeschmiedeten kämpfen jetzt unter dem Banner der Allianz. Ja, nur die Hälfte hier wird gesprochen.
und der Rest muss man selbst lesen. So, wir gehen jetzt hier hoch. Hallo? Ach, Portal nach Sturmwind unten. Da hättest du auch hier oben ein lichtgeschmiedetes Signal lassen können. Sauerei. Naja. Oh. Also das Portal gefällt mir besser. Als das, was auf der normalen Windika ist. So, wir stehen jetzt wieder direkt hier vor der Botschaft von Sturmwind. Die Allianz geht vor. Lichtgeschmiedeter Teufelszermalmer, lehrt euch, wie man dieses Reittier beschwört. Das Licht wird den Sieg. König Vryn, die Armee des Lichts schwört der Allianz die Treue. Die Stärke der Lichtgeschmiedeten ist mehr als willkommen in unseren Reihen, Hochexarch. Ich habe 1000 Jahre lang im wirbelnden Neta an der Seite dieser Draenei gekämpft. Ihr werdet niemals geschicktere oder treuere Soldaten finden. Beides Eigenschaften, die noch bitter nötig sein werden. Danke, dass ihr geholfen habt, sie unserer Sache zuzuführen, Champion. War doch klar. Für die Allianz. Für die Allianz. Gut, jetzt... Sturmwind wird überdauern. Ja, ihr seid im jetzt können wir nur noch die Lernelfen hier freischalten. Was wir dann aber erst später irgendwann machen, wir werden jetzt erstmal wieder einen... neuen Charakter erstellen, so wie bei den Nachgeborenen. Diesmal einen lichtgeschmiedeten Draenei. Und werden ein Gebiet, was wir noch nicht gequestet haben, mit dem dann durchquesten. Wir schauen dann einfach mal, wo das sein wird. Gut, dann hoffentlich sehen wir uns morgen wieder. Da erstellen wir dann einen lichtgeschmiedeten Draenei. Bis denne. Tschüss.